Hallo Leute, Osten, was mal wieder hier und heute mal wieder Zeit, ein wirklich lustiges Ding vorzustellen. Und zwar von Böker Plus, dem Papillon Barisong Trainer. Ja, was haben wir hier? Wirklich ein lustiges Ding, sehr unauffällig, preislich eigentlich kann man sagen, auch durchaus in Ordnung. So unter 100 Euro, ein hochqualitativer Trainer. Habe ich jetzt für einen Freund besorgt, der will das für seinen Sohn. Und das Ding ist wirklich absolut zum Empfehlen für Einsteiger, wenn man sagt, okay, ich will mir jetzt nicht irgendein Klumpert kaufen, gibt ja auch um 15, 10 Euro solche Trainer überall im Amazon oder Wish oder was ich weiß. Aber hier habe ich durchaus Qualität. Schauen wir uns mal die Daten an. Für Datenfanatik und euch. Ich messe immer die Daten ab. Es gibt natürlich auch auf die Webseiten die Angaben, aber denen vertraue ich schon lange nicht mehr, weil die nicht stimmen. Wir haben eine Klingenlänge von 11 cm rundum. Die Griffe haben eine Länge von 13,5 cm und ein Gewicht hat das Ding von 120 Gramm. Also im Prinzip die ganzen Daten durchaus vergleichbar, haben wir extra gebraucht, mit absoluten High-End Balisongs, wie dem hier in dem Fall den Alpha Beast Jab. Also wenn man die zwei miteinander vergleicht, Größe genau gleich, Gewicht hat der Jab zum Beispiel 145 Gramm im Gegensatz zu den 120 Gramm. Hier Titan voll gefräst und was ich was weiß. Und das haben wir hier nicht, sondern hier haben wir Stahlgriffe, aber die sind sogar leichter als diese Titangriffe des Alpha Beasts. Sonst, wenn man das Ganze anschaut, Handle Play, also wie viel die Handles sich jetzt so bewegen, quasi nichts. Also jetzt, wenn ich das wieder mit dem Alpha Beast vergleicht, habe ich jetzt sogar ein bisschen mehr, obwohl es natürlich auch ein Gebrauch. Wird aber auch nicht mehr beim Alpha Beast eigentlich. Hier die Kugeljager drinnen, die vom Böker, die durchaus eigentlich passen, muss ich sagen. Ich kann mich dann auch an den Lucha erinnern von Kershaw, da war die Kugeljager. Die musste ich rausgeben, war nicht manipulierbar das Messer dadurch. Hier überhaupt kein Problem. Das Ganze ist auch gelocktightet, die Lager. Das habe ich extra geschaut. Und auch so von den ganzen balancemäßigen Sachen. Es sind alle Tricks möglich, auch Fennings, Chaplins ein bisschen schwieriger, aber jetzt eigentlich ist auch nicht so, dass ein Problem ist. Durchaus. Passt schon. Auch so, wie heißt das Zeug? Aerials. Passt alles sehr gut. Die Griffe erlauben wirklich sehr gut eigentlich jede Art von Trick. Ist auch dieser Kanal hier drinnen. Also auch sehr gut, finde ich. Für Anfänger im Speziellen. Du hast immer hier so eine schöne Mulde, wo du dich immer festhalten kannst. Sonst die Griffe ja eher glatt, also so Sandblast-Finish wirkt das. Ja, also es gibt da eigentlich überhaupt nichts zum Weckeln. Vom Spielerischen her wirklich vergleichbar ein bisschen mit dem Alpha Beast. Cooles Ding eigentlich. Also hier jetzt kein Ultralight natürlich. Also wenn ich Tricks nicht kann, in Sachen Abstoppen und so weiter, dann ist schon die harte Handle natürlich spürbar, aber alles schön abgerundet. Also, haut gut hin im Prinzip alles. Ja, sehr zum Empfehlen, sehr überraschend. Der ist mir irgendwie an mir vorbeigegangen, dieser Papillon. Den habe ich gar nicht so richtig am Schirm gehabt vorher. Zufall wieder. Meinem Messerhändler.
in Wiener Neustadt habe ich den aufgestellt. Gut, dabei, also eine Ledge ist nochmal drauf. Die habe ich aber abmontiert, weil, ja, passt im Prinzip eh die Ledge, aber das ist eh bei alle guten Flipper, bin jetzt nicht, aber da wird die Ledge meistens runtermontiert, weil einfach die Balance da nicht stimmt. Die ist halt schon ordentlich vom Gewicht her, das ich zusätzlich habe. Es scheppert auch zusätzlich und was hier auch ist, ist, wenn das Messer sich, wie geht's, so schließt, dann schlägt die immer so an. Die ist im rechten Winkel, rastet die dann ein. Stört jetzt im Prinzip jetzt nicht unbedingt beim Flippen so richtig, aber vom Gewicht her ist es doch und vom Klang her klingt das Ding schon geil, auch wieder ohne Ledge. So die, und da scheppert nichts. Dabei ist ein Torx, der für beide Dimensionen dieser Torx hier, hier sind die kleinen, hier sind die großen Torx, hier groß und hier klein, die Dimension hat, was wirklich eine coole Sache ist. Kommen wir das zusätzlich noch, was ja auch noch mal mehr Freude macht, in so einem wirklich coolen Pouch mit Innenfächern und so weiter. Also das macht schon zusätzlich ein bisschen was her, wenn ich sage, ich will den irgendwo, ich fahre in Urlaub und will den einfach nur mitnehmen, wenn ich was zum Spielen brauche oder was auch immer, zum Transportieren und mag den jetzt nicht unbedingt einstecken, haut gut hin. Rechtlich in Österreich zählt das Ding als Spielzeug und sonst das gar nichts. Also falls da wieder irgendwo Missverständnisse gibt, speziell mit den Butterflies, glauben ja alle, das sind ja das Böse überhaupt. Balsam-Trainer hier in diesem Fall, hat auch die Löcher, dass ich nicht nachschleifen kann. Also ich kann keine scharfe Klinge daraus machen. Zählt als absolut Spielzeug und sonst überhaupt nichts. Also normaler Butterfly in Österreich ab 18, andere Länder verboten, weil der so böse ist. Weil es im Film die Bösewichte immer Butterflies haben, anscheinend. Aber hier bei uns überhaupt kein Problem. Ich werde ihm dazugeben, schenke ich ihm, von Flytanium, diesen Bally Boot, der passt nämlich da witzigerweise auch drauf, statt der Ledge. Gutes Ding, also für Leute, die jetzt auf, also nicht auf Ledge stehen, sondern sowas da drauf geben wollen, durchaus praktikabel. Passt jetzt nicht auf alle drauf, eher auf die dickeren Sachen. Zum Beispiel hier beim Alpha Beast passt da nicht drauf, der Bally Boot. Beim Kershaw Lucha passt da drauf, beim Talisong, beim Squid Craig Raken, da passt da drauf. Was auf das steht, nur so nebenbei. Gut, dann werde ich ihm das wieder verpacken. Also kommen wir das in eine Schachtel, aber den wird eh keiner klonen, schätze ich mal jetzt. Und so schaut die Schachtel aus. Für die Schachtel-Fetischisten. So, jetzt waren wir's. Dann sage ich, Prost und was war's mal wieder. Das abonniert das ganze Zeugs, wenn ihr nichts versagen wollt. Wenn es euch wurscht ist, dann halt nicht. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.